Mein Name ist André Uller. Ich komme aus Werdau und möchte mich als Kandidat zur Wahl des Sächsischen Landtages 2024 mit dieser Kurztour für ein weltoffenes, gleichberechtigtes, ökologisches und somit lebenswertes Sachsen vorstellen. In meiner Freizeit betreibe ich mit meiner Familie eine kleine Imkerei. Wir halten Hühner und bewirtschaften, wie ihr hinter mir sehen könnt, eine Streuobstwiese, wo Familie und Freunde mit anpacken, wenn es ums Äpfelpflücken und Saftpressen geht. Studiert habe ich nach meiner Berufsausbildung und dem Abitur Naturschutz und arbeite in diesem Fachgebiet seit 24 Jahren in der Landes- und kommunalen Umweltverwaltung und derzeit beim Landschaftspflegeverband Westsachsen. In meinem Landkreis bin ich Mitglied des Klima- und Naturschutzbeirates. Seit 2019 bin ich Mitglied des Werdauer Stadtrates. Hier setze ich mich für mehr Stadtgrün ein und habe mich für die Wiedereinführung einer Baumschutzsatzung stark gemacht. Mich für feste Plätze für Jugend und Kultur eingesetzt und in diesem Zusammenhang für den Teilerhalt unseres historischen Bahnhofes gekämpft, für dessen Erhalt ein Bürgerbegehren aufgesetzt wurde. Im Grünen Zwickauer Kreisverband war ich mehrere Jahre im Vorstand aktiv und arbeite bei den Sächsischen Grünen seit 2019 in der LAG Ökologie und Landwirtschaft. Wir erleben das größte Artensterben seit 65 Millionen Jahren. 40% der Insekten sind weltweit vom Aussterben bedroht. Ein Drittel der Brutvögel in Deutschland sind verschwunden. Die Krefelder Studie hat nach 30 Jahren Monitoring einen Rückgang von sage und schreibe 75% der Fluginsekten attestiert. Aber in welchem Lebensraum sollen diese Wildtierpopulationen denn auch leben? Durch Globalisierung und Wohlstand bewegen wir uns im ökologischen Sinkflug und können derzeit nur an einem Bremssystem arbeiten, um wenigstens in die Nähe der Abkommen von Paris und Montreal zu kommen. Stoppen können wir diesen Flug nur noch mit gezielten, mit schnellen Maßnahmen. Setzen wir unsere grüne Arbeit der letzten Jahre fort in den Kommunen, in den Landkreisen und in Sachsen. Wir befinden uns hier im Hirschgrund Oberlungwitz, den wir als Pflegeverband mit Partnern aus Landwirtschaft und Kommune aus Mitteln der Mehrwertrichtlinie des Freistaates Sachsen durch Einrichtung einer Beweidung mit Großherbivoren naturschutzfachlich optimiert haben. Das Fleisch der großen Rinder soll vermarktet werden und eine Vermarktungsstrategie im Vorfeld aufgebaut sein. Best Practice also. Ein nachhaltig greifender Erfolg der letzten Jahre zum Weiter-so im Naturschutz war die Unterstützung der Naturschutzstationen in Sachsen. Nur so können wir Artenschutz und Lebensraumkonzepte wirksam umsetzen. Und die Projekte zur Umweltbildung in Sachsen, wie beispielsweise das Programm Junge Naturwächter, verstetigen und personell stärken. Denn das ist unser größtes Potenzial, über das wir noch verfügen. Unsere Kinder. In der sächsischen Landwirtschaft müssen wir raus aus der pauschalen Flächenförderung, weg von der zu starken Subventionsabhängigkeit hin zu einer Förderung, die Leistungen der Landwirtinnen und Landwirte für den Agrar- und Umweltschutz honoriert. Hier möchte ich mich für die Umsetzung der von uns angestrebten Gemeinwohlprämie stark machen. Und auch für eine klimaverträgliche Verringerung und Verbesserung der Tierhaltung. Durch nachhaltigere Produktion in Verbindung mit dem Ausbau des Ökolandbaus in Sachsen. Zum Thema Wertschöpfung wachsen auch hier in meiner Region erste Initiativen. In meiner Heimatstadt Werdau hat sich im letzten Jahr ein Unverpacktladen in Form einer Genossenschaft gegründet, dem ich mit angehöre. Bei der Energiewende tut man so, dass das Thema Klimaschutz ein reines Anliegen der Grünen ist. Bedauerlich. Ja, wir sind dran. Anpassung der sächsischen Bauordnung, pro erneuerbare Energien, sächsische PV-Freiflächenverordnung, Kampagne Energieland Sachsen und so weiter. Auch ich möchte mich in Sachsen dem Strukturwandel stellen und die daraus erwachsenen Wertschöpfungspotenziale, wie zum Beispiel Grünstrom aus Wind, aus Wasser und Biostoffen und grünen Wasserstoff fördern. Hier kann und möchte ich mich in Sachsen mit meiner Expertise einbringen, beziehungsweise mit dem Einstieg der Kommunen in dieses Geschäftsfeld. Die Grünen sind aktuell die einzigen, die überhaupt konkrete Vorschläge zu Ökologie und Klimaschutz machen. Wer, wenn nicht wir? Wir, die in den letzten Jahren stärker gewordenen Grünen in Sachsen. Ich sehe das als Auftrag für jeden Einzelnen, der aktiv sein möchte und natürlich auch für mich. Daher möchte ich euch um eure Stimme auf der Liste zur Wahl des Sächsischen Landtages bitten.